Kalender öffnen im Advent. Ein guter Brauch, den jeder kennt. Das 13. Fenster geht nun auf. Wir warten ganz gespannt darauf. Heute brennt die dritte Kerze. Und über diesen dritten Advent steht das Wort aus dem Jesaja-Buch: Bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Mitten im Advent erreicht uns diese Hoffnungsbotschaft. Das Ende des Exils ist nahe, das Warten auf die Rückkehr hat ein Ende. Das gedemütigte und hoffnungslose Volk darf aufatmen, sich bereit machen und dem Herrn einen Weg durch die Wüste bahnen. Denn der Herr kommt gewaltig. Dieses Wort dürfte den Israeliten damals gefallen haben. Nachdem sie sich von Gott abgewandt hatten, waren sie einem weltlichen Herrscher in die Hände gefallen. Das hatte ihnen Leid, Zerstörung und Vertreibung in ein jahrzehntelanges Exil eingebracht, wo sie wie Sklaven vor sich hin vegetierten. Und dann diese Zusage: Der Herr kommt gewaltig. Gott ist nicht nachtragend. Er hat sie nicht vergessen. Er kommt mit großer Macht zu ihnen. Das Warten hat sich gelohnt. Und für uns heute? Wenn der Herr kommt, dann wird sich auch unser Leben grundlegend verändern. Die Wüsten der Einsamkeit werden fruchtbar für ein neues Miteinander. Verzweiflung, Angst verwandelt sich in Zuversicht. Hass und Streit in Liebe. Berge und Täler versperren nicht mehr den Weg zueinander, denn die Wartenden sind aufgefordert, selbst aktiv zu werden, Schaufel und Spaten in die Hand zu nehmen, Barrieren einzuebnen und Mauern einzureißen. Dem Herrn den Weg zu bereiten, wird anstrengend werden. Da ist frommes, untätiges Dasitzen und Warten nicht angesagt. Um dem Herrn den Weg zu bereiten, muss ich bei mir selber anfangen, denn ganz sicher braucht der kommende Herr die Vorbereitung nicht, aber ich brauche sie. Es ist kein Zufall, dass die Kirche für die Adventszeit violett als Farbe gewählt hat, die Farbe der Buße und der Umkehr. Das erinnert daran, dass ich von manch lieb gewordenen Dingen Abschied nehmen muss. Zur Umkehr gehört das Nachdenken über mein Leben ebenso wie kritisches Hinterfragen meines Lebensstils, damit ich nicht unvorbereitet an dem vorbeilaufe, der völlig unscheinbar, vielleicht aber mit großer Macht kommt in unser Leben. Bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Durch deines klaren Lichtes Pracht. Freut euch, der Herr ist nah. Freut euch und singt Halleluja. Für heute verabschiedet sich Edelgard Richter, Pfarrerin in den Pfarrbereichen Eilenburg und Sprotta, und wünscht für den Tag Gottes Segen. Gott begleite und behüte euch an diesem Tag. Gottes Licht leuchte euch auf euren Wegen. Gottes Frieden wohne in euren Herzen.